Das heutige Video ist ein Interview mit Silke König. Sie ist Webseitenexpertin und dieses Interview ist mir sehr wichtig, weil ich ganz viel falsch gemacht habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, wenn es ums Thema Webseite geht. Also ich würde dir ans Herz legen, dem Interview zu folgen und die ganzen Fehler zu vermeiden. Das Interview ist interessant für dich, wenn du noch keine eigene Webseite hast, aber online selbstständig werden möchtest, also deine Dienstleistungen und Produkte verkaufen möchtest, oder wenn du vorhast, ein Redesign zu machen, also wenn du jetzt nicht ganz zufrieden mit deiner Webseite bist und dann das gleich richtig zu machen. Wirklich, das Video ist zwar länger, aber ich konnte wirklich so viele coole Sachen mit Silke besprechen und es wird dir unglaublich viel Mehrwert bieten. Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Interview mit der wunderbaren Silke König. Sie ist sehr gut in Positionierung, weil sie es gecheckt hat und gleich mit dem Thema Webseite unterwegs ist und deshalb auch so gut und schnell als Expertin gewachsen ist. Und ich kenne Silke aus einem Netzwerk, aus einem Unternehmerinnen-Netzwerk. Und sie hat mich überzeugt, deshalb habe ich sie hier eingeladen. Stell dich auch gerne selber noch vor, liebe Silke. Ja, hallo liebe Iris, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier bei dir zum Interview zu sein. Ja, ich bin Silke König, eigentlich Online-Redakteurin, aber dadurch auch Website-Expertin geworden. Und ich unterstütze Business-Starterinnen und Unternehmerinnen dabei, mit ihrer eigenen, selbst erstellten Website gefunden zu werden und Kunden zu gewinnen. Ja. Ein Riesenthema ist bei mir auch auf dem YouTube-Kanal das Thema selbstständig werden. Ich glaube, weil das einfach in meinem Leben ein Riesenthema war. Nimm uns gerne mit auf die Reise. Wie bist du in die Selbstständigkeit gekommen? Wie ist das passiert? Wie lange haben wir denn Zeit? Das ist eine wilde Geschichte. Ich bin ja jetzt schon ein wenig älter und nach meinem Studium, das war ein geisteswissenschaftliches Studium, also nach meinem Magisterabschluss, habe ich mich so von Job zu Job gehangelt, mehr recht als schlecht. Dann habe ich ein PR-Volontariat in einer Agentur gemacht und irgendwann haben mich alte Freunde von mir gefragt, ob ich Lust habe, ein Online-Magazin mitzugründen. Und mir war überhaupt nicht klar, was ein Online-Magazin ist. Das war im Jahr 2001, 2002 und das gab es fast noch gar nicht. Und so sind wir gestartet und das war mein Schritt in die Selbstständigkeit. Wir haben einfach losgelegt. Irgendjemand kannte jemanden, der jemanden kannte, der so ein Content-Management-System programmieren konnte. Und dann haben wir über alles geschrieben, was uns selber so interessiert hat. Wo sind gute Ausstellungen? Wo kann man gut essen gehen? Wo sind gute Partys? Wo kann man spazieren gehen? Wo ist ein tolles Freibad? Im Prinzip so Freizeitthemen. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Denn wir waren die Einzigen, die hier für unsere Region, und das ist das Ruhrgebiet, die sowas überhaupt gemacht haben. Das gab es noch gar nicht. Das gab es vielleicht in Berlin, in München, ne, in den großen Städten. Aber fürs Ruhrgebiet gab es keine Freizeitthemen online. Und deswegen sind wir aus dem Stand direkt wie eine Rakete in den Himmel geschossen und waren dann selbstständig. Das war unsere erste Selbstständigkeit. Wir haben ja nicht ganz von Anfang an, aber doch ziemlich schnell Geld verdient über Werbung und über bezahlte Artikel, über Sponsored Posts, wie man heute sagen würde. Und das alles ohne Social Media, weil das gab es damals noch gar nicht. So fing das mit der Selbstständigkeit an. Und das hat sich halt immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Irgendwann kamen die sozialen Medien dazu und ich habe dann angefangen oder ich wurde gebucht von Bildungsunternehmen, dort doch mal zu erklären, wie die sozialen Medien, das war damals MySpace und Twitter in erster Linie, irgendwann dann auch mal Facebook, dazu erklären, wie man das nutzen kann, um in die Kommunikation mit der Zielgruppe zu gehen. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt und irgendwann hatte ich halt Lust, mal zu erfahren, wie geht das denn mit der Website eigentlich? WordPress gab es dann mittlerweile und so verschiedene Systeme wie Blogger.com, WordPress.com, aber auch das freie WordPress. Und so fing ich eigentlich an, das System Website so ein bisschen von der anderen Seite zu erforschen und habe dann Wochen und Monate damit verbracht,
eine eigene Website mal zu erstellen. Das ist jetzt auch schon wieder total lange her. Und dann kamen halt immer wieder Freundinnen und Bekannte dazu und haben gefragt, ob ich denen das mal zeigen könnte. Und im Prinzip hat sich das daraus entwickelt, dass ich das jetzt heute mache, was ich mache. Wie das lange? Ist die Kurzform. Also okay. Es gibt noch eine lange Version, aber... Wir wollen ja heute ums Thema Webseite reden. Genau. Wie lange bist du schon als Silke König, als diese Webseiten-Expertin unterwegs? 3,5 Jahre jetzt. Ah, okay. Ja, 3,5 Jahre, dass ich gesagt habe, das ist wirklich was, was die Welt braucht oder womit ich unterstützen kann. Ich habe halt gesehen oder ich habe immer mehr Anfragen bekommen und habe dann gesagt, ich mache das jetzt nur noch das und das andere nicht mehr. Das ist sehr witzig, weil ich habe dich halt seit dem Erfolgskurs auf dem Schirm, also seit vielleicht 2 Jahren und ja. Okay, es waren doch noch mal 1,5 Jahre vorher. Mhm. Okay, spannend. Also warum, also Webseiten, was macht das so spannend oder warum sind auch alle Leute gekommen wegen dem Thema Webseite? Also ich denke mal, alle starten erstmal immer auf Social Media, entweder mit einem coolen Instagram-Account oder mal bei Facebook, um zu gucken, wie finde ich meine Zielgruppe, wie kann ich mich da positionieren. Aber an irgendeinem Punkt kommen alle auf die Idee oder merken, das reicht nicht. Ne? Entweder weil der Algorithmus einem nicht immer nur wohlgesonnen ist, aber auch man braucht halt einen anderen Ort noch, wo man tatsächlich unabhängig ist und was so der eigene Raum ist. So die, jetzt fehlt mir gerade das Wort, Content-Hub. Der Content-Hub, der kann eigentlich nur auf der eigenen Website liegen. Denn selbst jetzt hier YouTube, das gehört ja alles nicht einem selber, was man hochlädt und was man als Content rausgibt. Da ist die eigene Website schon wichtig, falls mal der Algorithmus spinnt, man irgendwie gesperrt wird oder dann die Zielgruppe vielleicht nicht ausschließlich auch auf den sozialen Medien unterwegs ist und man noch über Google oder andere Suchmaschinen außerdem gefunden werden will. Also für die eigene Website gibt es eigentlich nur gute Gründe. Ja. Also ich kann auch sagen, ich bin damals mit... Also ich war früher nie auf Social Media, auch nicht als Iris Winkenbach, weil ich nicht so ein online-affiner Mensch war. Und ich war früher auch nicht auffindbar. Vor 5 Jahren wirklich alles geändert hat. Ich habe auch erst vor irgendwie 4,5 Jahren Facebook installiert. Es war für mich früher so eine Dating-Plattform, da hat man sich hin und her geschrieben. Und ich dachte, ach komm, das kann ich auch per SMS machen. Genau. Was ja auch schon wieder total veraltet ist. Genau, und also ich weiß noch, ich wollte damals selbstständig werden. Ich war damals Angestellte im Landschaftsarchitekturbüro und wusste, wenn ich Geld verdienen will, dann brauche ich irgendwie eine Website. Ich sage auch meinen Leuten immer, so wie ein Online-Laden. Also man braucht ja auch ein Ladengeschäft, wenn man was verkaufen will. Klar kannst du dich irgendwo einmieten, aber die meisten haben dann irgendwo ein Geschäft und so. Ist auch viel vertrauenswürdiger, wenn ich halt im Laden oder eben auf einer Webseite was kaufen kann. Ja, ja. Das ist ein super Stichwort, Vertrauen, denn so ein Social-Media-Account, der ist schnell aus dem Boden gestampft und selbst wenn man den sehr, sehr professionell betreibt, es gibt immer noch ganz, ganz viele Menschen, die einfach eine Website voraussetzen. Die nehmen das sonst nicht ernst, was du da machst. Also wenn da nicht noch eine Website, die muss ja gar nicht riesig und super dolle sein, aber eine Website ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Das stimmt. Ja, also das ist einfach was ich so, deshalb hatte ich das Gefühl, wenn als Kartengestalterin brauche ich eine Webseite, um zu verkaufen, wenn ich schon kein irgendwie Laden habe oder kein Büro, wo die Leute einfach reinlaufen können. Gut, also jetzt können wir über so ein Thema reden. Also warum benötige ich als Selbstständige eine Webseite? Gibt es da noch was zu diesem Thema zu sagen? Also du findest, du wirst gefunden und kannst dann halt nach und nach deine Website-Besucher in Kunden verwandeln mit ganz einfachen Maßnahmen eigentlich. Das ist die klassische Kundenreise, ne? Die beginnt mit dem ersten Kontakt, vielleicht auf Social Media, dann folgt man dir, dann geht es weiter auf die Website, wenn man sich sehr interessiert, dann liest man Blogbeiträge, informiert sich mehr über die Person und wenn das Produkt dann passt, dann wird gekauft und das findet zu 99% über die Website statt. Okay. Und
Stellen wir uns mal vor, ich bin die Iris, eben, ich bin noch angestellt, ich habe keinen Plan von Webseitenaufbau. Ich kann dir auch gleich sagen, was ich damals gemacht habe. Ich weiß noch, was ich damals gegoogelt habe. Webseite erstellen, einfach oder für Anfänger. Ich muss sagen, vor 5 Jahren gab es noch nicht viel. Aber da habe ich gemerkt, da sagen alle WordPress, WordPress, WordPress. Und bei mir gab es noch blogger.com oder wie das hieß. Und ich wusste, ich will bloggen, weil ich habe mich vor die Kamera, habe ich mich nicht getraut. Social Media habe ich nicht gemacht. Das Einzige, was ich kannte, war Pinterest, aus dem Garten gestalten. Halt, da war super, um so Blumenbeete zusammenzustellen und all die Geschichten. Und dann wusste ich, okay, ich will eine Website haben. Ich will irgendwie, dass der Kunde mich findet. Und dann habe ich einen WordPress.com-Blog erstellt, weil ich keinen Plan hatte, wie man eine Webseite erstellt. Das war Iris damals. Stell dir mal vor, du hättest mich damals gekannt. Was hättest du mir gesagt, wie ich eine Webseite erstellen soll? Also ich hätte dir damals gesagt, für den Start ist das absolut okay, um dich mal auszuprobieren. Aber um langfristig so ein richtiges Business auf die Beine zu stellen, das wächst und wächst und das dann auch weitere Anbieter benötigt, zum Beispiel für E-Mail-Marketing oder ein Kalendertool, das du einbinden kannst. Oder ein Shopsystem, ein Mitgliederbereich, das kannst du halt mit so einer Plattform wie blogger.com schlecht realisieren. Aber für den Anfang ist das eigentlich ganz gut, um mal so zu starten. Um das auf die richtigen Füße zu stellen, brauchst du WordPress und zwar nicht in der .com-Variante, weil das ist genau dasselbe. Das ist wie eine Subdomain von WordPress. Es ist zwar dieselbe Software, aber du musst für alles, was du zusätzlich dazu buchen möchtest, es gibt ja, ne, Zusatzprogramme, die nennen sich Plugins. Und je mehr du davon oder wenn du spezielle Plugins benötigst, musst du immer wieder den nächsthöheren Tarif buchen. Also bist du finanziell immer abhängig und du bist sowieso immer von dieser einen Plattform abhängig. Das ist bei ganz vielen anderen Plattformen auch der Fall. Das ist die ganz spezifischen Seiten, ich möchte jetzt fast gar keine Namen nennen, aber Jimdo, Wix, auch Squarespace, das sind alles ganz tolle Systeme, aber du bist immer abhängig von diesem einen System. Und wenn du WordPress nutzt in der .org-Variante, du gehst also zu einem Webhoster, buchst dir dein Webhosting, sicherst dir deine Domain, beziehungsweise umgekehrt, Domain sichern, Webhosting buchen, installierst dann WordPress. Dann kannst du immer mit diesem WordPress dort arbeiten, wo du willst. Also jetzt nicht örtlich, sondern du kannst, wenn du mal mit dem Webhoster nicht zufrieden bist, immer wieder auch umziehen, dir einen anderen Webhoster suchen. Du nimmst das System quasi immer mit. Das geht bei Squarespace nicht. Du bist auf Squarespace angewiesen. Wenn dir das irgendwann nicht mehr gefällt, dann hast du ein Problem. Oder wenn du bei Wix irgendwann an die Schallmauer kommst und es da einfach nicht weitergeht, wenn du ausbauen möchtest und anbinden möchtest, dann musst du im Prinzip dir ein anderes System suchen und baust dann wieder von vorne drauf los. Und das ist bei WordPress in der selbstgehosteten Variante halt nicht der Fall. Da ist man unabhängig und kann tatsächlich realisieren, was man sich jetzt vielleicht noch gar nicht am Anfang vorstellen kann, weil da geht tatsächlich alles. Du kannst da alles mitmachen. Ja, also eben, ich glaube, wenn ihr euch nur mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr gerne, also ich würde auch sagen, das war kein Fehler bei mir, weil ich wusste es damals nicht besser und ich ging ja nach England und ich wollte einfach so schnell wie möglich losstarten. Hätte ich jetzt da noch so irgendwie, also ich hätte locker noch 1.000 mindestens investieren müssen, um wirklich, weil ich einfach kein Wissen hatte, auf eine WordPress.org-Seite zu kommen und das hat sich einfach entwickelt. Also wenn ihr wirklich noch vielleicht angestellt seid, einfach euch ausprobieren wollt, dann könnt ihr das gerne eben auf Pinterest probieren, mit Instagram oder auch mit so einer gebastelten Webseite. Weil sind wir mal ehrlich, wäre ich einfach nur eine Landschaftsarchitektin vor Ort, die jetzt dieses ganze Online-Marketing gar nicht braucht, weil sie es nicht versteht, hätte das schon gereicht. Also, aber halt, um wirklich Online-Marketing zu machen, um richtig auch Geld und Kunden zu verdienen. Bedienen. Also halt, ihr wisst ja, ich schalte ja Ads und die Geschichten oder bei Pinterest. Ich glaube, jetzt geht es mit den Baukästen, aber damals ging es halt nicht. Da war meine Webseite gar nicht verifiziert auf Pinterest, weil das mit diesen Baukasten nicht ging. Teilweise geht es aber heutzutage, weil die auch mitwachsen. Also Pinterest weiß, okay,
Jimdo ist jetzt eine Riesenseite, also schauen wir, dass wir das verifizieren können. Mhm. Genau, also wenn ihr sagt, hey, ich möchte gerne so richtig krass ins Online-Marketing oder ins Pinterest-Marketing oder so arbeiten wie Iris und Silke, dann lohnt es sich, eine WordPress.org-Seite zu haben. Aber das muss nicht der erste Schritt sein. Also wenn ihr upleveln wollt, so in dem Stil, würde ich hundertprozentig auch so unterschreiben, weil das war bei mir eine... Also ich habe dann zuerst einen WordPress.com-Blog gehabt, der hieß irislandschaften.wordpress.com. Und irgendwann bin ich mal fremd darauf und habe gesehen, dass die ja da Werbung ausspielen. Und die Werbung ist auch nicht hübsch. Und dann habe ich mir mal das halt höher gekauft. Das kostet dann irgendwie 100 Euro. Und jetzt habe ich das aber wieder mal gekündigt und einfach umgeleitet. Also ich habe mir dann, was halt natürlich einfach war, war von WordPress.com auf WordPress.org zu wechseln. Weil das ja ein System ist, das es hat halt irgendwie 7 Euro gekostet pro Jahr und das war es dann okay. Ja, genau. Und das Tolle an der kostenlosen WordPress-Version ist, dass es tatsächlich kostenlos ist. Du brauchst lediglich die Domain, die kostet halt ein paar Euro im Jahr, und das Webhosting. Das kostet jetzt auch nicht die Welt, aber beim Webhosting sollte man auch nicht auf den billigsten Billiganbieter setzen. Da gibt es halt auch riesige Qualitätsunterschiede. Also nicht nur Preisunterschiede, aber auch Qualitätsunterschiede. Und gerade diese großen Webhoster, die viel Werbung machen, die viel im Fernsehen sind, die sind eigentlich nicht so gut. Das kommt dann auch noch dazu. Aber ansonsten ist WordPress tatsächlich dann kostenlos und auch die besten Plugins, die man für den Start braucht, die kosten gar nichts. Man braucht sich auch kein teures Theme kaufen. Das machen auch ganz viele und wundern sich dann, dass erstens das Theme nach dem Installieren und Aktivieren gar nicht so aussieht wie in der schönen Werbevorschau, sondern das muss natürlich auch alles erstmal angepasst werden. Aber es gibt ganz, ganz tolle kostenlose Themes, die mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar noch viel besser. Und wenn man das dann noch mit einem tollen kleinen Page-Builder ausstattet, dann kannst du auf deiner Website alles bauen, wie du es willst, ohne dass du Großkosten hast. Ja, ich arbeite ja damit, also ich kenne ja Claudia, die macht ja einen Webshop und die Webseite sieht so aus, als ob das ein Profi gemacht hätte. Also ich bin ganz erstaunt. Gut, es hat viel Arbeit und Zeit gekostet, das muss man schon auch sagen. Gut. Wie schafft man es denn, wenn ich jetzt, also sagen wir, ich habe es geschafft, eine Webseite mit kleinem Budget zu bauen, vielleicht auch mit Silkes Hilfe. Wie schaffe ich es dann überhaupt, dass potenzielle Kunden dann auf die Webseite kommen? Jetzt habe ich die schönste Webseite auf der Welt, aber da kommt nie jemand vorbei. Also man kann heutzutage so ganz ohne das zu streuen, wird man auch fast nicht gefunden. Es gibt natürlich die Suchmaschinenoptimierung, die man grundsätzlich von Anfang an machen sollte. Man kann seine Website mit Google verknüpfen, dass man Google sagt, hey, meine Website ist hier. Was richtig viel bringt, ist regelmäßig Blogbeiträge zu schreiben, denn so lernt Google, worum es auf der Website geht und schaut auch nach, ob deine Website vielleicht der beste Treffer ist, wenn eine ganz bestimmte Suchanfrage bei Google eingetippt wird. Also Suchmaschine ist ja fast synonym für Google, aber natürlich gibt es auch noch andere Suchmaschinen. Zugleich, so, man ist so ein bisschen in einem Dilemma, denn die Suchmaschinen spielen natürlich die Seiten in erster Linie aus, die viel aufgerufen werden, aber gerade am Anfang wird man halt nicht viel aufgerufen, also zeigt einen die Suchmaschine auch nicht an. Ganz, ganz toll ist es dann, wenn man seine URLs also weit verbreitet, bei Facebook reinschreibt, in seine ganzen Profile mit eingibt, vielleicht auch mal Visitenkarten druckt. Man sollte tatsächlich seine Website auch offline bekannt machen. Du kannst natürlich auch den riesen Aufkleber aufs Auto machen. Ich weiß nicht, ob das im Online-Business so Sinn macht. Das ist so für lokale Betriebe ganz, ganz toll. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und die beste Möglichkeit ist natürlich, Pinterest zu nutzen. Ja, also bei mir war es der Fall, dass es wirklich funktioniert hat. Wir haben es vorher diskutiert. Ich habe am Anfang gebloggt, eben ich war da in England, ich war Gartengestalterin und das ging bei mir ziemlich, also ich war ganz erstaunt, wie schnell das ging. Also das Einzige, was ich genutzt habe, war Pinterest, aber Pinterest war damals auch noch so der richtig krasse Traffic-Lieferant, also da konnte man auch mit hässlichen Pins Traffic gewinnen. Hatte auch noch, Ja, also heute auch noch, um Himmels Willen, klar.
Aber ich hatte halt damals gar keine Ahnung. Heute auch, wenn ihr ein bisschen eine Ahnung habt, aber wenn ihr diesem YouTube-Kanal folgt, dann habt ihr voll die Ahnung, deshalb könnt ihr euch den mit Pinterest holen. Ich habe das auch früher, war immer so Google und Pinterest etwa gleich auf. Das war, also ist gar nicht zu unterschätzen, obwohl ich gar nicht so, also ich habe nur die letzten 30 Blogbeiträge habe ich einmal auf SEO optimiert, alles andere war nur für Pinterest gemacht. Aber ich glaube, weil halt, wenn man viel Traffic von Pinterest bekommt, wird man halt höher gerankt und dann hat man halt den ganzen SEO. Und ich stehe, also ich bin ja jetzt seit 2,5 Jahren nicht mehr am Bloggen, weil ich dann die Pinterest-Prinzessin da gestartet habe und ich bin bei 83.000 Aufrufe im Jahr und ich sehe jetzt, dass das ist so heftig. Also Suchmaschinen mögen ältere Beiträge, also wenn die halt irgendwie geteilt wurden. Und ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr die 100.000 knacke, weil ich jetzt sehe, dass ich seit Januar bis März viel mehr habe als letztes Jahr. Also es ist ganz krass. Also SEO ist sowas investiert. Also das klappt nicht heute. Facebook und Instagram klappt ja heute sofort. Also du postest was, dein Freund sieht es, klickt drauf. Und wenn ihr SEO-Optimierung macht, dann nachher passiert am Anfang halt nichts oder nur wenig und plötzlich geht das ab. Also ganz krass. Ja, aber das ist auch ein Thema, das jetzt in diese Zeit passt. Ne? Die Menschen haben halt nicht mehr die Möglichkeit, groß auf Veranstaltungen zu gehen, groß wegzufahren. Ja. Da ist so der eigene Garten, ist so das Refugium. Und dann muss man sich natürlich informieren. Und dann ist Pinterest natürlich die beste Quelle erstmal, um sich Inspiration zu holen für den eigenen Garten. Das mache ich genauso, weil ich habe für meinen Garten suche ich auch immer wieder nach den neuesten, tollsten Sachen, was ich da noch so verwirklichen kann. Das ist natürlich ein super Thema. Ja, genau. Und das, also bei mir war es immer so, die Google-Bilder-Suchmaschine, da waren die Bilder nicht so schön wie bei Pinterest. Deshalb habe ich sie immer genutzt. Da waren hochqualifiziertere Bilder. Also, die Antwort ist, wenn ihr, ihr macht eine Webseite und nachher schaut ihr mit SEO, also mit Google, oder Pinterest oder halt auch Instagram und Facebook, das funktioniert schon. Zum Beispiel bei der Gärtnerei funktioniert Facebook super, weil das die bestehenden Kunden sind, die das dann teilen. Mhm. Genau. Was muss ich beachten, um so eine Webseite überhaupt zu bauen? Also was braucht eine gute Webseite? Da bist du ja Spezialistin. Also ja. Ich weiß ja also noch gar nicht, was da drauf muss. Also wenn man sich mal im Netz so umguckt und sich Websites raussucht, die einem wirklich gut gefallen, dann ist das schon mal ein ganz, ganz guter erster Schritt, um zu schauen, was will ich selber auf der Website haben, wie will ich sie vielleicht haben und was will ich auch auf gar keinen Fall haben oder was brauche ich vielleicht auch gar nicht. Eine Website besteht in erster Linie aus einzelnen Seiten. Die Homepage ist dabei die Startseite und die Startseite zeigt immer so ein Best-of der gesamten Website. Deswegen sollte man beim Start auf keinen Fall mit der Startseite beginnen, sondern die Startseite am Schluss machen, weil da kommt alles drauf, was auf den anderen, also Ausschnitte von den anderen Seiten. Du brauchst also einzelne Seiten. Dann brauchst du einen Header, das ist die Kopfzeile, wo dein Website-Name oder dein Logo drin ist und halt ein Menü mit den wichtigsten Seiten, um den Benutzer, der auf die Website zu kommen, zu den wichtigsten Inhalten zu führen. In der Fußzeile, ganz, ganz unten, der Footer, da kannst du auch nochmal hinverlinken, auf jeden Fall auf das Impressum, die Datenschutzerklärung, also die gesetzlich vorgeschriebenen Seiten, die du haben musst. Du kannst da aber zum Beispiel auch Social Media Icons einbinden. Nochmal die wichtigsten Blogbeiträge, die du vielleicht hast oder deine Blogkategorien nochmal anzeigen lassen. Ein Suchformular und eigentlich nochmal den Nutzer, der bis unten hin gelesen hat, abholen und nochmal in die wichtigsten Bereiche bringen. Ansonsten gibt es bei der Website, es gibt fast keine Regeln. Wichtig ist, dass man tatsächlich die Sicht des Nutzers mal einnimmt und überlegt, was will denn der auf meiner Website überhaupt? Wie kann ich von der Ansprache her den Website-Besucher so führen, dass er erstens sofort versteht, worum es geht und zweitens sich wohlfühlt? Denn viele fangen an, die Website schön zu machen, ohne dass sie vorher sich mal Gedanken gemacht haben, was schreibe ich denn da auf die einzelnen Seiten drauf? Welche Bilder von mir selbst, wenn man jetzt
an Solopreneure denkt, die jetzt vielleicht nicht so ein schönes Thema wie du hast, Iris, die sich vielleicht nicht mit Pflanzen oder mit Landschaftsgärtnerei beschäftigen, sondern so ein schnödes Technikthema wie ich vertreten. Wie kann man trotzdem ein gutes Gefühl vermitteln? Mit den Texten, mit den Bildern, mit den Schriften, mit den Farben, aber auch mit der Art, wie man dort schreibt. Und genau, und dann den Nutzer dahin führen, wo es für ihn sehr, sehr interessant ist und wo natürlich er mein Angebot findet und dann am besten auch bucht. Ja. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Die einzelnen Seiten sind natürlich wichtig, aber dann halt auch schauen, wie ist das aufgebaut, damit der Nutzer seine Gehirnkapazität, die ja beim Besuchen von Websites sehr, sehr gering ist, also die Aufmerksamkeitsspanne, die geht ja, kann fast gar nicht weiter sinken. Die ist ja so bei 2-3 Sekunden mittlerweile angekommen. Dass wenn er dann nicht versteht, was ist denn das hier? Finde ich hier eine Antwort auf meine Frage? Finde ich hier Hilfe? Finde ich hier Inspiration? Ist er direkt wieder weg. Mhm. Also, dass man da möglichst schnell und dann gut strukturiert Inhalte aufbereitet und anbietet. Okay, dann kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. wie schaffe ich es, dass meine Webseite überzeugt oder verkauft? Also gibt's, also wir haben schon gemerkt, okay, man braucht diesen ersten Hook, also dieses erste, dass ich bleibe. Genau. Und jetzt stellen wir uns vor, ich bleibe. Was muss denn da sein, dass, also das größte Problem, was wahrscheinlich alle Selbstständigen hat, ist, dass jemand ein Angebot bucht. Ja. Möglichst einfache Texte, die ein 5-jähriges Kind, aber auch die 90-jährige Oma verstehen. Also wirklich auf den Punkt. Nicht geschwafelt, nicht ich-bezogen, sondern immer aus der Sicht des Kunden denkend, ihm die beste Lösung für sein Problem anbieten. Ohne Schachtelsätze, mit vielen Absätzen, denn das ist wirklich eine Sache des Gehirns. Wenn du zum Beispiel einen Text auf deine Website in der vollen Breite hinsetzt oder in der fast vollen Breite, versuch das mal zu lesen. Ich merke das bei mir selber, mein Gehirn schafft das nicht. Ich fange an zu lesen und höre spätestens in der zweiten Reihe, höre ich auf, weil ich das nicht lesen kann. Dass man wirklich sagt, ich setze den Text schon mal nicht auf volle Breite, sondern 750 Pixel, dass man Spalten schafft, dass man Bilder, Überschriften, Aufzählungspunkte abwechselt, dass man immer wieder Blickanker anbietet und dem Nutzer erstmal den Nutzer immer in den Mittelpunkt stellt. Das in erster Linie mit guten Texten, die wirklich darstellen, was hat der Nutzer davon, immer das Ergebnis des Nutzers in den Mittelpunkt stellen und kommunizieren, was denn sein Vorteil ist. Mhm. Viele fangen an zu erzählen, hier, mein Produkt XY hat so und so viel PS, fährt so von 0 auf 100 in so und so viel, das will ja gar keiner wissen. Oder im Coaching-Bereich. Viele sagen, kauf mein Coaching. Das kauft kaum jemand, außer man hat einen ganz bekannten Namen und ist vielleicht so die Coaching-Queen überhaupt. Nein, denn Nutzer kaufen ja Ergebnisse. Die wollen nicht ein Coaching. Was ist denn überhaupt ein Coaching? Nein, die wollen ein tolles Leben führen. Die wollen schlank sein. Sie wollen auch nicht abnehmen, weil das ist ja ein Prozess. Sie wollen schlank sein. Und um schlank zu sein, brauchen sie mein Produkt. Und wenn ich sofort als Nutzer verstehe, das Produkt heißt schlank in 5 Tagen und sagt mir, du wirst das beste Leben führen, das du dir jemals vorgestellt hast. Und du kannst jeden Tag meine selbstgemachte Schokolade mit 0 Kalorien verputzen. Also, dass man tatsächlich vom Ergebnis aus denkt und auch so kommuniziert. Das ist das Allerwichtigste. Das Illustrieren mit richtig guten Bildern und dann, das ist schon fast die halbe Miete. Okay. Also das habe ich sicher teilweise auch immer noch meine Schwierigkeiten damit. Man lernt das auch jetzt von Launch zu Launch. Ja. Es ist auch nicht einfach. Das hat niemand behauptet. Das ist schon richtig schwierig. Ja, klar. Als Gartengestalterin hatte ich auch völlig die Probleme, von diesem Expertentum wegzudenken, weil ich habe halt früher Landschaftsarchitektur gemacht, nur in meiner Bubble gelebt, habe vor allem mit Architekten zusammengearbeitet. Und als dann der Kunde plötzlich so eine Einzelperson
wurde, da hatte ich richtig Mühe. Also das will ich noch auf den Weg geben, weil da richtig Mühe. Ja, dann zum Beispiel habe ich die Pflanzennamen lateinisch benannt, weil das in meinem Hirn so abgespeichert ist. Aber Frau Meier, die ihren Garten gestaltet, die kann irgendwie mit, keine Ahnung, einem Geum oder sonst was nichts anfangen. Genau. Ist ja bei mir genauso. Ne? Wäre Hortensie, das versteht kein Mensch. Und das muss ich zum Beispiel auch lernen, was für mich nicht klar war. Genau, die ganzen Technikbegriffe, die halt bei mir ganz, ganz wichtig sind, man kann das auch alles in nicht technisch und in vernünftigem Deutsch erklären. Ne? Dass ein Header eine Kopfzeile ist und wenn man dann erklärt, was es ist, dann weiß auch sofort jeder, was damit gemeint ist, weil jeder kennt es. Trotzdem verfällt man ja ganz, ganz schnell wieder in diese Fachsprache, aber das muss man sich echt verkneifen, weil der Nutzer kennt diese Fachbegriffe nicht und hat auch Angst vor diesen Fachbegriffen, auch aus der Botanik. Ne? Wenn ich da diese lateinischen Pflanzennamen höre, da verstehe ich nur Bahnhof. Ja, das ist einfach wirklich was, was man sich, also wenn man natürlich das Problem hat, dass man nicht verkauft, weil dann hat man auch so bei der Zusammenarbeit Angst, dass man nicht rauskommt. Und als Experte denkt man, ja, ich will mich ja als Experte positionieren, ich will mich als Experte zeigen und dann haue ich halt mit Begriffen, die für mich ganz normaler Alltag sind um mich und dann versteht mein Kunde mich nicht. Das ist einfach ein Thema, also eine Falle, wo ich reingetappt bin. Es geht aber vielen so. Da lernt man erst was und dann muss man es wieder verlernen. Das ist ja echt gemein. Aber es geht. Und es ist eigentlich einfacher, leichter und verständlicher zu reden als dieses Expertengedöns. Habe ich dann studiert ist oder irgendwie eine Lehre gemacht hat und auf dem Beruf gearbeitet hat. Ja. Gut. Eine Frage, die ich noch habe, weil du ja sehr viel Erfahrung mit Webseitenersteller hast. Wie wichtig ist es, dass ich auf der Webseite blogge? Also, das ist eine Fangfrage, das ist gemein. Eigentlich ist es ein Muss. Mhm. Nein, das ist schon mal, einerseits ist es ein Muss, aber andererseits musst du gar nichts. Es hat aber Vorteile. Ne? Es hat die Vorteile, dass du dich weiter als Expertin positionierst und der Website-Besucher regelmäßig gucken kann oder regelmäßig Hilfe schon mal und Unterstützung für seine Fragen bekommt. Gleichzeitig du deinen Expertenstatus ausbaust und das ist ja wie eine Arbeitsprobe. Du zeigst ja, wie du an dein Thema herangehst, wie du mit bestimmten Schwierigkeiten oder mit bestimmten Sachen umgehst. Gleichzeitig ist das für die Suchmaschine ein Riesensignal, dass du immer wieder frischen Content lieferst. Und das finden die Suchmaschinen super. Und so können die Suchmaschinen überhaupt nur lernen, worum geht es bei dir? Was ist dein Thema und welche Menschen werden Hilfe auf deiner Website finden und Unterstützung, Inspiration und Unterhaltung und alles Mögliche? Und nur so kann die Website überhaupt nachsehen, welche Suchanfragen, die da eingetippt werden oder die mittlerweile als Sprachfrage gestellt werden, ist deine Website relevant, da angezeigt zu werden als Ergebnis? Sonst denkt Google, oh, da passiert nichts auf der Seite, das ist vielleicht ein Ladengeschäft. Und wenn da jetzt eine Frage kommt, wie mache ich das und das und das, dann wird sie nicht angezeigt, wenn halt nicht regelmäßig frischer Content da ist. Außerdem ist es natürlich ein super Lieferant. Blogbeiträge aus einem Blogbeitrag kannst du ja 10 bis 20 bis 30 Social-Media-Posts machen. Es ist wie so ein Ideenlieferant und wie so der eigene Redaktionsplan auf der eigenen Website, dass man das auf jeden Fall nutzt. Und regelmäßig bloggen heißt ja nicht jede Woche. Mhm. Regelmäßig wäre auch einmal im Monat. Mhm. Und mein letzter Blogbeitrag, der ist schon viel zu lange her, aber ist schon total wichtig eigentlich. Und es macht ja auch Spaß. Ja, ich habe ja auch als Bloggerin gestartet und ich bin also ein absoluter Fan. Und ich mache ja jetzt, habe gesagt, ich mache YouTube und deshalb läuft bei mir auf dem Blog auch nicht so viel. Aber es lohnt sich auch nur so, schon nur 5 Blogbeiträge auf der Seite lohnen sich für die Suchmaschine, weil die dich richtig einstuft. Ja. Und um höher zu ranken. Also wirklich, oder auch schon bei Pinterest hast du halt Futter, um da die Pins immer wieder regelmäßig die Leute dahin zu schicken. Genau. Gut. Genau. Okay, jetzt machen wir noch mal ein kleines Beispiel. Ich sehe, wir reden schon ganz lange, aber ich weiß, es ist ein Riesenthema. Es ist ein wichtiges Thema. Deshalb
Also wir stellen uns das nochmal vor, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung würde ich mir jetzt wünschen. Das Erste ist eben, ich bin noch vielleicht angestellt oder ich mache noch ein ganz anderes Thema offline und ich möchte jetzt irgendwie online selbstständig werden und vielleicht würde ich jetzt mit einer Webseite starten, die überzeugt ist. Was müsste ich da machen? Also als Erstes würde ich immer ein Website-Konzept erstellen. Dafür habe ich übrigens ein tolles Freebie. Genau, das darfst du gerne erwähnen. Um halt mal tatsächlich zu gucken, was brauche ich denn? Was muss auf die Website? Welche Seiten brauche ich? Welche Farben möchte ich verwirklichen? Welche Schriften? Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist mein Wunschkunde? Und wie kann ich den dann auf meiner Website von der Startseite oder egal von welcher Seite er reinkommt, zu meinem besten Angebot lotsen? Wie spreche ich ihn denn überhaupt an? Wie stelle ich mich persönlich als Marke, als Personal Brand denn überhaupt dar? Und passt das alles ganz gut zusammen? Viele bleiben allerdings auch bei diesem Planungsschritt hängen. Die planen so lange und kommen dann nie in die Umsetzung. Und das bietet sich auch an, ne? Weil die Suche nach den perfekten Farben, das ist auch eine richtig schwierige Aufgabe. Aber wenn man nicht irgendwann sagt, so jetzt, so lasse ich es und jetzt starte ich aber mal. Weil wenn du es dann nicht auch umsetzt, wirst du nie erfahren, ob es dann auch auf der eigenen Website dann überhaupt so toll aussieht, wie du es dir geplant hast. Manchmal klappt das dann mit den Farben, die man sich so ausgedacht hat oder mit so Schnörkelschriften. Es sieht dann doch nicht so gut aus oder ist schwer lesbar, sodass man, während man aufbaut, dann da öfter nochmal korrigiert. Webposter suchen, Domain sichern, WordPress installieren, WordPress einrichten. Da muss man so ein paar Schritte, sollte man in einer bestimmten Reihenfolge durchgehen, dass man wirklich erst die Einstellungen richtig setzt. Dann fängt man an, Plugins zu installieren, also diese Zusatzprogramme, die WordPress ausbauen, sicherer machen, datenschutzkonform machen, ja, und einfach schöner machen. Dann wählt man sich sein Theme, also das Designgerüst für die komplette Website, wo man dann auch nochmal die ganzen Farben und Schriften und Bereiche definieren kann. Ja, und dann fängt man an, die einzelnen Seiten aufzubauen. Okay, es ist noch ganz viel Arbeit. Ja. Also eben, wir haben euch gesagt, wenn ihr jetzt total überfordert sind, dann fangt mal vielleicht an, einen Instagram-Kanal zu haben, um mal irgendwas in die Welt zu bringen. Und dann fängt ihr aber schön brav an, nach Silkes Konzept. Die Webseite verlinke ich unten in der Infobox, mal das irgendwie aufzusetzen. Und also ich weiß, ich kann euch noch sagen, ich habe damals mit einen Blog gestartet und hatte noch nichts, vielleicht eine Über-mich-Seite und das Impressum. Damals musste man noch keine Datenschutzerklärung haben. Aber einfach, dass ich versuche, ganz schmal zu starten und zu wissen, jetzt bin ich auf dem Weg. Du kannst auch sagen, wie lange haben deine Kunden so, bis sie eine Webseite bauen? Also vom Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe ja einen Kurs zum Thema Website bauen und da sind im Idealfall die Teilnehmerinnen nach 12 Wochen fertig. Da ist aber auch nicht nur das Thema Website, da ist tatsächlich auch nochmal Suchmaschinenoptimierung mit drin. Analyse-Tools anbinden, ne? Google Analytics mit einbauen, den Facebook-Pixel mit einbauen, alles DSGVO-konform machen, E-Mail-Marketing mit einem Freebie starten, das ist da alles direkt mit drin. Wenn wir das mal weglassen würden, wären sie nach 6 Wochen theoretisch Monate wäre nicht. Nur nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst es an einem Wochenende. Nein, auf keinen Fall. Also mit 2 Monaten müsst ihr schon rechnen. Okay, das ist gut zu, also ist einfach gut zu wissen, weil oft hat man so falsche Erwartungen. Ja. Weil vielleicht kann dir ein Programmierer oder jemand, der wirklich Webseiten macht, sowas in einem Tag aufsetzen und dann hat man das Gefühl, man muss das auch. Aber vergiss diese vielen Jahre davor, die der das gab. Braucht, um das zu können. Okay. Eine Möglichkeit fällt mir gerade noch dazu spontan ein, wie man ganz schnell starten kann, ist mit einem sogenannten One-Pager. Also, dass du wirklich eine Seite dir machst, das ist dann die Startseite. Und von dieser Seite geht nicht irgendwas in verschiedene Bereiche, sondern auf der Startseite steht alles drauf. Du hast in der Kopfzeile zwar auch so Menüs, die verlinken aber nicht auf andere Seiten, sondern die rollen dann den Besucher zu den Stellen, die jetzt mit dem Menü verlinkt sind. So, ne? Und das ist auch eine richtig coole Möglichkeit, einfach recht schnell zu starten. Die erste Version der Website ist übrigens oftmals nicht lange im Netz, weil meistens merkt man dann, wenn man es einmal aufgebaut hat, wie es denn dann besser geht. Man sollte nur nicht in diesen Perfektionismus verfallen, weil erstens wird man dann nie fertig.
Und zweitens gibt es nicht die perfekte Website, sondern die perfekte Website für die Zielgruppe. Man muss ja noch austesten, wie die Webseite verkauft. Und wenn ihr nie online, also weil die perfekte, hübscheste Webseite kann ja sein, dass die nicht verkauft. Und deshalb lieber frühzeitig und dann merkt ihr, ihr kommt dann Feedback, wie ich habe auf deiner Webseite das und das gelesen, deshalb komme ich zu dir und dann weißt du, oh, das und das muss ich drin lassen. Ach, sehr spannend. Also ich kann noch mal sagen, bei der Pinterest-Prinzessin, da hatte ich ja schon viel mehr Erfahrung, habe ich wirklich mit einem Instagram-Kanal gestartet und einfach eine Verkaufsseite, wo mein Angebot drauf war und mehr war da nicht. Und ich habe echt gut verkauft. Also ich hatte gleich zum Start 5 Kunden, weil ich wusste, ich muss davon leben können, sonst habe ich ein Problem. Ja, ja. Das ist übrigens auch total wichtig, dass eine Website nie die Funktion der Kommunikation komplett übernehmen darf. Ne? Also du musst schon, wenn du sagst, du startest mit Instagram oder mit Facebook und dann kommen mal Anfragen, würde ich nie sagen, ja, guck auf meiner Website, da steht alles. Mhm. Das würde ich nie machen. Also tatsächlich, die Kommunikation mit den Interessenten ist immer noch wichtiger, viel, viel wichtiger als die Website selbst. Die Website ist dann im Prinzip für diejenigen da, die mich so gar nicht finden, die mich dann vielleicht über Google finden oder die dann nach einem Gespräch bei Insta oder Facebook dann doch noch mal gucken wollen. Was steht denn da alles? Also viele, viele machen da einfach den Fehler, die sagen, ja, guck auf meiner Website, da steht alles. Und da vergibt man sich einfach die gute Chance, ein gutes Gespräch zu führen und da schon so ein bisschen Vertrauen aufzubauen und so ein bisschen so eine Connection herzustellen. Okay. Jetzt noch ein Thema, was mich beschäftigt. Ich habe ja die Webseite mal aufgebaut, sodass ich mich gerade damit noch gut finden kann. Aber ich merke, die ist schon, also ich habe damals halt noch viele Fotos, wo ich viel gereist bin, weil ich das damals gemacht habe. Mhm. Wie würdest du an ein Redesign rangehen? Also wenn man hat was, es verkauft auch, aber es könnte schon besser sein. Also auch beim Redesign oder beim Relaunch immer zuerst überlegen, was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel der gesamten Website? Und wen will ich überhaupt ansprechen? Will ich vielleicht einen komplett neuen Kundenkreis oder Interessentenkreis ansprechen? Und dann immer gucken, welches Gefühl soll der Nutzer haben, wenn der auf die Website kommt? Das ist so eine, ne, wie stelle ich die Connection her? Also es geht tatsächlich um so ein Feeling und um die Connection. Was braucht der Website-Besucher als allererstes? Was muss der unbedingt wissen? Nicht so sehr von Farben und Schriften und Bildern ausgehen, sondern was braucht der? Den Nutzen des Kunden auch da wieder in den Vordergrund stellen. Und dann natürlich beim Relaunch wechselst du die Farben und du wechselst auch so die Motivwelten. Du stellst zum Beispiel von ganz hellen Bildern auf so ein bisschen dunklere Moody-Bilder. Die sind ja jetzt ganz, ganz in, stellt man dann um oder halt umgekehrt, dass man von dunklen Bildern auf helle, freundliche Bilder umstellen will. Das Ding ist, die eigene Website sollte einem schon selbst auch gefallen. Ja. Aber in erster Linie sollte sie dem Kunden gefallen. Und da kann man sich ja auch mal ein paar Kunden schnappen und mit denen sprechen, was die denn toll finden würden, bevor man sich dann auf so einen Relaunch schmeißt und eine Website wieder am Kunden oder was heißt wieder am Kunden? Am Kunden vorbei optimiert. Das wäre auch nicht so gut. Okay. Ein paar Wissensdinge, also ist gut. Also ja. Ich habe jetzt gelernt, ich muss einfach überlegen, wer ist der Zielkunde? Was soll die Webseite aussagen und gar nicht so sehr auf Schriften und Farben rumdoktern sozusagen. Ich habe viele eben, die sind noch Urlaubs. Also wir waren halt damals am Arbeiten überall gefühlt auf der Welt und jetzt bin ich halt hier im Büro. Das ist schon noch ein bisschen was anderes. Also so die 5 wichtigsten Plugins oder was empfiehlst du? Welche Webseitenbauer, vielleicht auch welcher Anbieter? Einfach noch, um das mal gehört zu haben. Also, Webhoster würde ich entweder Rateboxes oder AllInkle. Oder Webgo. Das sind so 3, die richtig, richtig gut sind. Die würde ich empfehlen. Plugins, eins für die Sicherung der Website ist Updraft Plus. Okay, das habe ich nicht. Das würde ich immer nutzen. Um Spam-Kommentare sich vom Hals zu halten, würde ich die Anti-Spam Bee, also Bee wie Biene, nutzen. Dann gibt es
die Sharif-Buttons, also so wie Sheriff, so ähnlich Sharif-Buttons, das sind datenschutzkonforme Teilen-Buttons, da kann man dann Blogbeiträge vom Blog nach Facebook, sogar nach Pinterest mit dem Bild teilen, zu LinkedIn, zu Xing, sogar zu WhatsApp hin. 5 Plugins, eieiei. Also ein viertes fällt mir ein, das ist Elementor. Das ist ein kostenloser Page-Builder, den man nutzen kann, der auch noch ganz viele weitere kostenlose Add-ons mit weiteren Elementen, daher kommt der Name, ne? Bei Elementor baust du alles mit Elementen auf. Es gibt auch eine Bezahlversion. Mit der kostenlosen Version kannst du auch schon richtig, richtig viel schöne Sachen machen. Ich überlege gerade das fünfte. Soll ich mal nachgucken? Ja, also ich gucke jetzt mal auf meiner Seite nach, ob ich da noch ein richtig gutes, so ganz spontan finde. Sonst muss es auch nicht finden. Ah, genau. Borlabs Cookie. Ah, das habe ich auch nicht. Gut, jetzt weiß ich schon was. Das Borlabs Cookie Plugin. Denn jeder Nutzer, der auf die Website kommt, muss ja heutzutage explizit zustimmen, ob er getrackt werden darf. Und vorher darf halt noch keins von diesen Tracking-Cookies, Google Analytics, Facebook Pixel und was man alles so auf der Website hat, das darf halt nicht aktiv sein. Und da ist das Borlabs Cookie Plugin. Das kostet 39 Euro für ein Jahr. Mhm. Ja, für eine Website. Das ist richtig, richtig gut, weil es macht genau das, was es soll, und das kennt man mittlerweile. Ne? Das ist das, was halt so auf die Website reingefahren kommt, wenn man sie betritt. Und da muss man sagen, ich akzeptiere alle Cookies oder ich akzeptiere nur die essentiellen Cookies. Mhm. Haben wir 5. Ja, soll auch gar nicht. Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Leuten mitteilen möchtest? Also zum Thema Webseite? Ja. Ihr müsst nicht in die Tischkante beißen. Website-Aufbau kann auch einfach sein und total Spaß machen, wenn man Schritt für Schritt vorgeht und ja am Ball bleiben, ne? Und nicht planen und dann nicht umsetzen. Das wäre einfach viel zu schade, weil eine eigene Website ist tatsächlich auch im Jahr 2021 immer noch die beste Business-Basis im Netz. Und die Webseite hat wahrscheinlich viel nach durch Corona geholfen. Also ich kann auf jeden Fall. Ja, das sind diejenigen, die seit dem ersten Lockdown entweder direkt losgelegt haben oder schon eine richtig gute Website hatten, die haben davon profitiert. So, ne? Ja. Und die konnten halt ganz schnell umswitchen von offline zu online. Ja, ja, es wird immer so wichtig bleiben, klar. Dann gerne noch so ein bisschen Eigenwerbung. Wie kann ich mit dir arbeiten? Eben ja. In die Infobox mache ich einfach deinen Link zur Webseite. Du hast das sicher perfekt aufgebaut, da finden die Leute alles. Also meine eigene Website ist fraukönig.de. Da gibt es alle meine Angebote in meinem eigenen Shop. Mein Online-Kurs, mein Online-Programm Create and Launch. Erstell dir in 12 Wochen deine eigene Website und noch sehr viel mehr. Plus 1:1 Mentoring kannst du dir da buchen. Ein Dreierpaket habe ich mit 3 Stunden, also das kleine Paket. Wenn es ein bisschen mehr sein soll und du richtig viel vorhast mit deiner Website, dann kannst du auch ein großes Mentoring-Paket buchen. Da arbeiten wir tatsächlich 1:1 und zwar ganz individuell. Und Blogbeiträge gibt es bei mir auch zu so ganz unterschiedlichen Themen, unter anderem zur Planung und zum Launchen der Website in 10 einfachen Schritten und halt alles rund um Webdesign und ja, Technik, aber ohne bla. Alles gut. Schön. Bei Insta bin ich auch. Bei Pinterest bin ich auch, aber da muss ich echt nachholen. Da habe ich riesen Nachholbedarf. Das ist immer so, das ist so schade so, ne? Das ist so das, was bei mir immer hinten rüberkippt von der Zeit her. Dabei wäre das viel wichtiger als die Posterei zum Beispiel auf Insta. Aber naja, wem sage ich das?